Er hat es genau vor Augen. Das, was er seinen Schützlingen mitgeben will. Dafür nimmt Sebastian Kneißl die Fußballer genau unter die Lupe. Der Grund: Mental-Mentoring. Seine Aufgabe, das optimale Leistungspotenzial der Einzelpersonen zu entfalten. Und das geht nicht ausschließlich im Training. Der Kopf ist gefragt, denn dieser macht oft Faxen. Häufigste Ursache: die eigene Nervosität. Man sucht natürlich die wichtigen Situationen auf dem Feld. Man möchte ja auch als Sieger hervorgehen. Wenn die Situation aber da ist und man hat vielleicht gar nicht so die Erfahrung in der Situation, dann wird man automatisch nervös. Nervosität ist aber gar nichts Schlimmes, ganz im Gegenteil. Das ist ein tolles Gefühl, ist was Positives, es spornt ja auch an, Leistung zu bringen. Und da muss es einfach eine Technik geben, quasi die Nervosität an die Hand zu nehmen. Kneißl muss Blockaden im Kopf knacken. Mit einem Einzelgespräch geht es los. So verschafft er sich den ersten Einblick. Dann geht es mit weiteren Gesprächen ins Detail. Dann gibt es verschiedenste Techniken. Ich sag mal, die bekanntesten ist dann auch die Visualisierung, dass man das vorher macht. Eine Entspannungstechnik, wenn man merkt, ich habe zu viel Druck. Und da geht es über eine Atemtechnik, Atemtechniken, die man durchführen kann. Oder auch die Selbstgespräche. Das sind sehr wirkungsvoll, sehr verschrien. Es sieht natürlich ein bisschen doof aus, wenn man mit sich selber redet und andere bekommen das mit, aber es ist extrem wichtig. Kneißl war selbst Fußballprofi, unter anderem in der Premier League bei Chelsea London und in der zweiten Liga bei Wacker Burghausen. Er weiß, wie wichtig es ist, sich selbst vor allem mental weiterzuentwickeln. Doch im Profifußball ist ja schon auch noch so ein bisschen ein Tabuthema. Mittlerweile gibt es die ersten Bundesliga-Profis, Marcel Risse von Köln, der sich geoutet hat, ja, also der gesagt hat, über die letzten 3 Jahre arbeite ich schon mit einem Mentaltrainer zusammen und es hat ihm extrem geholfen. Man muss ja mit einrechnen, es ist nicht nur Mentaltraining, es ist ja eigentlich Persönlichkeitsentwicklung. Bereits seit 11 Jahren beschäftigt sich Kneißl mit dem Thema Mental-Mentoring. Es ist sehr wichtig, dass jeder Mensch sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, mentalem Training, wie auch immer man es nennen möchte, befasst. Denn ich war selber 2-mal an der Grenze, 2-mal mit einem Burnout zu kämpfen gehabt und weiß, wie wichtig es ist, sich mit sich selber zu befassen, das Bewusstsein zu schärfen. Vor allem sollte man auch keine Angst vor negativen Erlebnissen haben, denn immer geht ein Lernprozess einher und bringt einen persönlich weiter, fügt Sebastian Kneißl an.